Ja, hallo, ich bin Matthias und ich wollte euch mal zeigen, wie eine Taste an einem Arduino angeschlossen werden kann und eingelesen wird und wie man das Prellen vermeidet und auch lange Tastendrücke sauber auswerten kann. Das wollte ich euch in diesem Video einmal zeigen. Hier nun die ganz einfache Schaltung. Ich habe einfach einen Taster genommen und den an einer Seite auf Ground gelegt und die andere Seite des Tasters geht auf den D4-Eingang. So, kommen wir nun zum Programm. Wir wollen mit einem Schalterdruck die LED ein und mit einem weiteren Schalterdruck die LED ausschalten. Dazu definieren wir uns erstmal die LED, das ist die an Pin 13, das ist die interne rote LED. Der Taster ist angeschlossen am Pin 4 und an hat den Zustand 0, wird hier in dem Programm den 0 und 1 Zustand annehmen. Ja, also die ist 0 ist nicht an und 1 ist an. Ja, die LED ist an. So, dann definieren wir uns erstmal unter Pin Mode den Taster-Pin. Das ist die 4. Das ist ein Input und der Pull-Up-Widerstand ist immer, wenn die Taste nicht gedrückt ist, ist eine 1 da drauf, weil der Pull-Up-Widerstand den Eingang auf 5 Volt zieht oder logisch 1. Und wenn wir die Taste drücken, wird es 0. Dann kommen wir zu dem Loop. Als erstes wird der Taster-Pin gelesen und wenn er nicht 1 ist, also Ausrufezeichen vorne vor heißt, dass er 0 ist, nicht 1, ne? Dann ist die Taste gedrückt und dann wird ja die An-Variable geändert. An ist nämlich jetzt gleich nicht an. Und 0 ist 0 und 1 kann die annehmen, ne? Wenn sie 0 ist, nicht 0 ist 1. Und wenn sie 1 ist, nicht 1 ist 0, ja? Das ist ähnlich wie true und false, wahr und falsch, ne? 1 ist wahr und 0 ist falsch. True, ne? Gut, und dann möchten wir die LED schalten, je nachdem, was in an gerade steht. 0 oder 1, also an, aus oder an. Dann warten wir 20 Millisekunden und dann lesen wir so lange die Taste ein, wie sie noch gedrückt wird, weil unser nächster Tastendruck soll sie erst wieder umschalten. Wir warten also ab, bis die Taste losgelassen wird. Deswegen gucke ich mir an, Digital Read, wie lange ist das 0? Und so lange geht dann dieser While-Schleife immer rund und rund. Ihr seht am Ende, das ist ein Semikolon, das heißt, das ist eine wirkliche While-Schleife. Und erst wenn die Taste losgelassen ist, dann geht er wieder oben rein. Und wenn ich beim nächsten Mal die Taste wieder drücke, geht er hier rein und schaltet wieder um. Schaltet die LED in dem Fall um und wartet wieder, bis die Taste losgelassen wird. So funktioniert dieses Programm. So, jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wir haben es angeschlossen. Wenn wir die Taste drücken, geht die LED an. Drücken wir sie nochmal, geht sie wieder aus. Wieder an. Wenn wir es lange drücken, bleibt sie aus, ne, unsere While-Schleife hinten am Ende. Und lange gedrückt, geht sie nur einmal an und bleibt dann an, ne? So wieder loslassen. Ja, nun habt ihr gesehen, wie das gemacht wird. Eine Taste wird eingelesen, die LED angeschaltet, beim nächsten Mal wird sie ausgeschaltet und so weiter. Und die restliche Zeit der Taste wird einfach ignoriert in der While-Schleife. Ja, wenn euch das gefallen hat, dieses kleine Video, dann Daumen hoch und das Programm findet ihr auf shellwin.de. Da könnt ihr euch das kopieren und selbst ausprobieren. Danke und tschüss.